Was für ein schöner Sommertag. Ah, Matti dabei. Sonnencreme. Okay. Let's go. Oh, hey, ist ja gar niemand da. Wunderbar. Nalu! Hey! Hey! Hey. Hey. Was machst du da? Hey. Komm, das schöne Wetter müssen wir doch gut baden, oder? Hallo! Ja, ja. Wie das sagen? Du musst noch mein Tüchlein auslegen und dann gehen wir. Ja. Yo, welcome to another video. Auf meinem Kanal diesmal. Wenn ihr das Video hier anschaut, seid ihr wahrscheinlich von Sandra seinem Kanal gekommen. Wir haben gestern eine Longjump Competition gedreht auf seinem Kanal und das war absolut crazy gewesen. Mit einer sketchy Rampe, mit Schnee, also nein, es regnet, aber trotzdem Schnee, Regen, Wind, Donner, Blitz. Es war einfach absolut Mayhem gewesen. Entschuldigung, wo geht's hier zum Bahnhof? Wie gesagt, absolut krank. Und ich bin jetzt hier. With the crowd, with the people, Nalu Haidu. Hallo. Kim Bingeli. Und hinter der Cam, Sandu Smith. Hier ein paar kleine Ausschnitte, wie es hat ausgesehen gestern. Oh. Vollgas, er kommt so schnell. Nein! Ich hoffe so krass, dass ich es geschafft habe. Ich bin so sketchy geflogen vorhin. Vor allem ist dein Bike kaputt jetzt. Ja, 10,5 sind wir jetzt. Ich bin ein bisschen. Ich will nicht nochmal gehen. Ah, ich bin nervös. Ey. Wenn man 8 Meter muss kumpen, dann wäre ich nicht bei den Trampen sich so bewegt. Wir haben vor dem Game entschieden, dass der Verlierer. Dass der Verlierer muss baden heute. Respektive haben wir gestern schon baden. Aber wegen organisatorischen Gründen hat das nicht so geklappt. Wegen dem machen wir es heute. Und heute ist sogar die Sonne am Scheinen. Und das ist natürlich sowieso viel besser. Wir sind falsch gelaufen. Wir müssen nicht drüber. Also, Bestrafung ist jetzt auf meinem Channel. Ich bin gespannt, wie es wird sein, weil ich mache das sonst nicht. So Ice Baths und so. Wie sieht es bei dir aus, Sandro? Ja, ich finde es eigentlich recht geil. Wir haben das etwa schon gemacht. Wir sind letzten Winter zum Beispiel regelmäßig in die Aare baden, wo sie so 5-6 Grad hatte. Darum habe ich mich auch entschieden, um da mitzukommen. Yes! Und den Nalu haben wir natürlich auch noch gerade überredet. Ja. Hey, es ist ja logisch, gell? Um uns zu joinen. Wer Louis verliert, muss ja jeder verlieren, gell? So ist es halt. Nalu ist auch gerade der erste Tag zurück in der Schweiz. Ja. Was gibt es also besser zum Willkommen heißen, zum da im Lake Brienz schnell einen Dip zu nehmen? Ja. Ihr habt mich mega vermisst. Ja. Ich und Sandra haben gestern schon ein bisschen zusammen geschrieben, noch, ja, wie lange werden wir etwa drinnen bleiben können. Er hat mich gefragt, ob ich eine Minute lang arbeite. Ist aber glaube nicht so überzeugt, dass ich es wirklich arbeite, eine Minute, oder? Also, ja, ich bin auch gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie es wird sein. Ich habe es auch schon länger nicht mehr gemacht. Es ist jetzt das erste Mal wieder. Es ist jetzt das erste Mal wieder dieses Jahr. Aber ja, die Sonne scheint. Ich bin optimistisch. Luis schafft schon eine Minute. Eine Minute schafft er schon. Er kann beißen. Bis zum Hals. Bis zum Hals, ja. Die Schultern müssen unter Wasser sein. Ja. Schultern müssen, okay. Und die Hände müssen auch unter Wasser sein. Oh, finde ich sehr ehrenvoll von dir, dass du da mit mir mitgehst. Und natürlich Nalu auch. Wir haben vorhin schon auf dem Internet geschaut, wie warm der Brienzersee heute ist. Und im Internet ist gestanden 6 Grad. Also nicht so kalt, wie ich vermutet habe, aber auch nicht wirklich warm. 6 Grad ist verdammt kalt. Ja, aber ich denke, es wäre so gegen die Null schon mehr. Das ist Lebensgefahr. Das Betreten des Deltas und des Sandbanks ist schon da. Oh yeah! Schneeballschlag! Yes! Ich habe mich im Vorfeld mal informiert, was so die beste Taktik ist bei Kollegen, die das auch schon gemacht haben. Du meinst, dass du mich 30 Sekunden vorher gerade schnell gefragt hast, oder was? Unter anderem. Und irgendwie so Professoren für Ice Bath Challenges. Und natürlich auch gefragt. Ein paar haben gesagt, dass es besser ist, wenn man schnell drin geht. Aber Sandra hat mir vorhin gesagt, dass man ganz langsam rein soll. Aber ich weiß nicht, wie ich das mental arbeiten soll. Ganz langsam, Schritt für Schritt. Die Sonne ist draußen. Gestern hat es noch die ganze Zeit geregnet. Und wegen dem bin ich froh, dass wir es nicht gestern gemacht haben. Yahoo!
Es ist alles kriselt. Meine Nase, meine Brust, meine Hände. Das ist gar nicht so schlimm. Ja, vor allem jetzt rauskommen ist mit Abstand das geilste Gefühl. Ja. Weil jetzt merkt man so, wie das Blut durch den ganzen Körper strömt. Es ist einfach kalt. Also, gerade so die Beine war schlimm, der Bauch ist noch so gegangen. Und die Brust habe ich wieder schlimm gefunden. Wir hatten jetzt gerade 3 Minuten auf der Uhr, wo wir die Beine im Wasser hatten. Das war schlimm. Das Schlimmste finde ich, sind die Füße am Anfang, weil sie so einfach nägeln und so. Wow. Ja. Also es war auf jeden Fall eine gute Bestrafung. Ich bin froh, dass alle anderen mitkommen. Bestrafung kann man das nicht nennen, wenn es jeder macht, oder? Okay, es war eine Challenge. Eine Challenge nach der Challenge. Für mich war es eine Bestrafung. Also ich wäre safe nicht mitgegangen, wenn die anderen zwei hätten müssen. Nein. Alle 3 Leute sind in der Videobeschreibung verlinkt. Das war es mit unserer Bestrafung. Part 2 von der Long Jump Challenge werdet ihr sicher auf meinem Channel näher sehen. Es wird sicher noch mal mehr so Challenges geben. Wenn ihr die Challenge noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall bei Sandro noch vorbeischauen. Sein Video ist auch verlinkt. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao! Sorry.